Und dann können wir die beiden Dinger dann und den Generator eigentlich schon mal im Schiff platzieren. Weil das sind so Geschichten, da müssen wir nicht mehr ran. Das Einzige, wo wir ran müssen, ist, wie erst gesagt, der Sauerstoff, der Tank und so weiter. Und der Rest ist für uns eigentlich gar nicht so relevant. So, bauen wir mal einen dahin und einen dahin. Dann zum Thema Generator, den haben wir da. Das ist ja praktisch. Wieder für gemacht. Nice. So. Jetzt haben wir eine Munitionskiste noch dabei. Ich überlege gerade. Warte. Bauen wir mal dahin. Frachtboxblöcke haben wir dabei. Das ist jetzt so eine. Warte. Oh. Ich glaube, das kommt ganz gut. Dann haben wir noch dabei einen mobilen Konstruktor. Gibt es da auch andere Designs? Nee. Ein mobiler Konstruktor, den setzen wir mal hier hin. Dann haben wir da schon mal wieder die gleiche Länge ungefähr. So, jetzt haben wir noch einmal einen O2-Tank, also einen Sauerstofftank dabei. Den setzen wir mal hier hin. Dann haben wir noch einen Kühlschrank. Den setzen wir mal dahin. Was haben wir noch dabei? Ach ja, genau, die O2-Station. Das ist so ein Ding, da müssen wir nochmal ran. Die könnten wir... Oh, das steht auf dem Kopf. So vielleicht. Könnten wir eigentlich hier hinstellen und davor dann liegend den Tank. Dann kommen wir an alle Sachen ran, wo wir noch ran müssen. Genau, da kommen wir ran, an den Tank kommen wir ran. Da kommen wir ran. Easy. Ja, cool, nice. Na, willst du schon mal schnuppern? Geht. Ah, machen wir wieder aus, weil macht keinen Sinn. Okay, cool. Im Prinzip haben wir jetzt erstmal alles Wichtige, was wir so brauchen in dem Schiff drinne. Und ich gönne mir mal so eine geile Mettwurst. So. Dann können wir ja weiterbauen. An sich können wir diese ganzen Hohlräume, die wir hier haben, oder die hier entstehen würden, die können wir schon mal komplett zubauen. Da werden wir nachher noch eine vernünftige Umrandung bauen und dann passt das, glaube ich. Erfahrungspunkte mäßig, ja, das könnte interessant werden. Und hier oben ist im Prinzip auch schon so ein kleiner Abschluss dran. Können wir auch bis hinten durchziehen? Läuft. Genauso wie hier im Prinzip auch. Wir können drin gleich noch eine Lampe anbauen, damit man da auch was sehen kann. Huch. Wie gesagt, reinpassen tun wir da nicht, aber wir müssen da auch gar nicht rein. Also unproblematisch. So, dann machen wir hier... Oh. Hier mal so eine Ecke ran. Auf der anderen Seite auch. Sieht jetzt momentan ein bisschen klobig aus. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Mal sehen. Wird sich zeigen. So. Und der Goofy gönnt sich erstmal ein Eis. Ja, der mal guten. Bring mal eins mit. Ach ja, das Moped hat sich selbst verpackt. Sehr gut. Warum hat der Kollege erst nicht geschossen? Wahrscheinlich, weil es noch nicht in Reichweite war. Das Problem ist, die Raketen haben eine höhere Reichweite als die Geschütztürme wahrscheinlich. Das kann natürlich sein. Naja, halb so wild. Ansonsten können wir hier oben drüber auch schon mal zubauen. Weil da müssen wir auch nicht mehr ran. Genau. Ich hole mal zwei Lampen. Und dann können wir das nämlich auch schon mal regeln. Da sollten die ja auch gehen. Nee, die gehen nur... Wir sehen das hier mal an den Punkten. Gelb heißt großes Schiff und rot heißt Basis. Und grün wäre jetzt das kleine Raumschiff. Ich baue mal davon welche. Aber die sind für draußen. Gut, dann gehen wir nochmal ganz kurz in den Technikbaum rein. Einen Moment, kleines Raumschiff. Licht. Ja, wir brauchen Level 7. Sonst werden wir sowieso nicht abheben können. Ja, es gibt endlos viele Türme, Haughty Hero. Ach nee, ist bei Base mit drin, Moment. Wir haben ja nur diesen Kanonengeschützturm erforscht. Wir haben noch diesen hier. Es gibt den hier. Es gibt den hier. Ein Schmelzofen, okay. Und ein Artilleriegeschütz. Also, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und dieser hier, Raketenwerfergeschütz, wäre natürlich interessant. Das Problem ist,
Raketen sind zum einen teuer herzustellen und zum anderen nicht unbedingt so exakt wie unser Kanonengeschütz momentan. Warte mal, steht hier nicht eine Reichweite dran? Reichweite? Nö, 900 Meter. Unser automatischer Turm ist einfach scheiße, deswegen ist das so komisch. Aber okay. Ist nicht so schlimm. Aber wie gesagt, wir haben noch das Problem, wir müssen Level 7 irgendwie erreichen. Also, irgendwo müssen wir da nur mal farmen gehen. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Aber wir können auf jeden Fall hier erstmal weitermachen. So, und jetzt machen wir nämlich Folgendes. Damit wir da mal so einen kleinen Unterschied reinbekommen, machen wir jetzt erstmal den hier. Zack. Da kommt die Ecke rein. Wie gesagt, das sieht momentan echt ein bisschen klobig aus. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Kennt ihr diese komischen kleinen Gleiter von Stargate? Die hatten vorne auch so eine ähnliche Form. Aber es ist, glaube ich, ziemlich egal, weil das werden wir gleich wieder ändern. Also nicht die Form, die wir jetzt haben, sondern wir werden da gleich ein paar andere Akzente reinsetzen. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir gehen mit so einem Block wieder raus, dann haben wir hier so eine kleine Abstufung drin. Ja, und dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Hier zum Bleistift. Und wir haben keine Blöcke mehr. Jawohl. Ha, hat Goofy auch schon gedacht. Alles klar. Läuft, dann bin ich ja nicht der Einzige. So, hier haben wir Scheinwerfer, da sind noch 9 Blöcke. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und wir werden mal das restliche Eisen wieder verbrauchen. Ja, also farmen müssen wir gleich so oder so noch. Da führt kein Weg dran vorbei. So, aber hier kommen jetzt erstmal noch diese Blöcke hin. Oh, falsche Taste, die nehmen wir. Und dann nochmal ganz kurz diese olle Ecke da dran. Ja. Ich denke, das kommt ganz gut. Und hier oben haben wir, glaube ich, schon fast die maximale Höhe erreicht. Eventuell bauen wir da noch so einen halben Block hoch. Mal gucken. Bin ich mir noch nicht sicher. Kommt drauf an, wie es dann nachher gesamt aussieht. So, wir brauchen noch ein paar Blöcke. Und dann müssen wir, wie gesagt, Eisen farmen. Nicht nur, weil wir es brauchen, sondern weil wir halt auch die Erfahrungspunkte brauchen. Zack. Jo, wie gesagt. Texturentechnisch sieht das noch sehr billig aus. Verschmilzt quasi mit unserer Basis. Naja, gut. Irgendwas ist ja bekanntermaßen immer. Dann mal hier demontieren. Scheinwerfer haben wir auch. Sieht ein bisschen klobig aus, ne? Aber das muss so. Gut. Habe ich das Motorrad eigentlich eingesammelt? Ja, habe ich. Okay, gut. Dann Eisen ist da hinten. Und ab dafür. Ach ja, genau. Und Kobalt wollten wir, glaube ich. Ah, Wasser. Wollten wir, glaube ich, auch noch ein bisschen was holen, ne? Aber ist auch mal ganz schön im Hellen unterwegs zu sein. Da ist unser Loch. Achso. Ich habe das Gefühl, dass er immer so zufallsmäßig von dem Motorrad absteigt. Mal nach links, mal nach rechts. Aber naja, soll mich nicht stören. So, wir brauchen ein bisschen Licht. Naja, hilft nicht viel, aber immerhin. Und dann gibt es noch eine Portion Eisen. Ja, gibt immerhin ein bisschen Erfahrungspunkte. Vielleicht müssen wir einfach sinnlos irgendwelche Aliens abschlachten. Aber da bin ich ehrlich gesagt kein Freund von. Also von dem Abschlachten. Ich meine, unser Geschützturm, der macht schon genug sinnlosen Scheiß momentan, glaube ich. Wobei, in letzter Zeit war er recht ruhig. Oh, ich bin so froh, wenn wir den Tier-2-Bohrer haben, ey. Aber das dauert noch ein bisschen. Beziehungsweise richtet sich an dieser Leiste. Und leer. Aber wir haben noch. Wir haben jetzt noch eine volle Ladung und eine noch in Reserve. Okay. Ja, der neue Bohrer oder der bessere Bohrer, der geht zum einen schneller und zum anderen braucht man das Zeug nicht mehr manuell einsammeln, weil das automatisch im Inventar landet. Zumindest war das früher so. Aber ich vermute mal, dass es nicht geändert worden ist, weil warum auch?
Stein wollte ich nicht haben. Egal, nehmen wir mit. Noch mehr Stein. Was haben wir denn jetzt? 37, oh Gott. Oh. Ach, knapp 50. Ich würde ganz gerne nur einen 100er voll machen, glaube ich, weil das lohnt sich sonst nicht. Yep, das Spiel kann man bei Steam bekommen. Ich weiß es allerdings gerade nicht genau, wie teuer das ist. Es ist auf jeden Fall noch kein Vollpreistitel, weil Early Access. Ich glaube, irgendwas zwischen 20 und 30 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Oder sogar genau 20 Euro. Ja, kann sein. Muss ich mal gucken. Aber man muss dazu sagen, die Entwickler sind wenigstens fair. Im Gegensatz zum Thema Ark. Weil für ein Early Access Spiel den Preis von einem Vollpreisspiel für 59 oder 69 Euro zu verlangen, ist eine absolute Frechheit. Aber das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal im Stream. Wie gesagt, ich denke mal so, Empyreon ist jetzt momentan ja, ungefähr die Hälfte von einem Vollpreistitel, vielleicht ein bisschen weniger, und das finde ich durchaus fair. Ja, da unterstützt man die Entwickler, aber schiebt denen kein unnötiges Geld sonst wo hin. Ja, das ist fair. So, 87 haben wir. Ja, ich weiß, Night, früher war Ark richtig günstig, aber das hat sich dann irgendwann sehr schnell geändert. Och, nö. Haben wir jetzt schon 100? Ja komm, wir machen die 100 voll. Exakt. Und wir gehen wieder ohne Kobalt nach Hause. Diese verdammten Drohnen. Wie gesagt, wir müssen da... Oh, warte mal, da links. Wir müssen unbedingt in den Berg reinbauen. Weil dann gehen uns die Viecher nicht mehr so auf den Sack. Huch, was ist das denn? Ich habe gerade überhaupt nicht da links gelenkt. Huh. Oh oh. Ja, komm. Also wenn man hier lenkt, dann passiert eigentlich fast gar nichts. Ach, unser Geschützturm ist wieder am Start. Passt. Naja, immerhin haben wir Eisen bekommen. Dementsprechend wollen wir uns gar nicht beschweren. Das können wir auch schon mal... ja, machen wir schon mal ein paar Blöcke. Und alles, was da noch über ist, können wir schon mal... So, hä? Nee, da. Genau, können wir schon mal durchschmelzen dann. Okay. Kommen sie wieder von da? Vermutlich, die kommen immer von da. Ja. Da sind sie. Total sinnlos auf 300 Meter. Die eine hat er. Normalerweise müsste man vorhalten bei der Entfernung. Die hat er auch. Läuft. Also ich glaube, unser Geschützturm hat sich so langsam warm geschossen. Gefällt mir ganz gut. Die Sache ist die... Ja, mach du immer. Mach mal ruhig. Ich denke, wir brauchen noch einen zweiten, weil der eine mit drei Drohnen wahrscheinlich überfordert ist. Und das ist wahrscheinlich das Problem. Weil wir haben gesehen, der hat auch auf die hohe Entfernung hat er richtig gut getroffen eigentlich. Also die erste Drohne, die lag ratzfatz. Wieder so eine Base-Angriffsdrohne, natürlich. Das bedeutet, wir bauen gleich noch einen Kollegen dazu. Weil ich habe auch das Gefühl, dass die Drohnen halt immer mehr werden. Was natürlich auch durchaus Sinn macht. Die sind ja nicht blöd hier. Ah, Ausdauer. Mal gucken, was der Kollege noch dabei hat.
Ja, das Übliche. Ich habe schon mal das Glück gehabt, dass in einer Drohne so ein ultra seltenes Material drin war, was man normalerweise nur auf irgendwelchen Lava-Planeten findet. Und das war ziemlich krass, weil wir uns damit irgendwie so ein Ultra-Teil bauen konnten. Und naja, das war halt einfach Glück. Aber ich glaube, das wurde gefixt. Also die Drohnen, die hier auf dem Planeten unterwegs sind, die haben das Zeug gar nicht mehr dabei. Aber ich glaube, Drohnen, die im Weltall unterwegs sind, haben das doch noch dabei. Aber wir werden sehen. Ich glaube, Irrestrium war das als Material. War schon cool. Ja, so langsam komme ich da wieder rein mit der Gleittechnik hier. Okay, das kann man auch falsch verstehen. So, wir gucken nochmal kurz in die Gerätschaften hier rein. Da haben wir wieder ein bisschen Sauerstoff und hier haben wir Wasser, genau. Wir brauchen da eigentlich gar nicht so viel von, aber was man hat, das hat man. Wir sollten mehr Sport machen, der Typ ist überhaupt nicht fit. So, das kann rein, das kann rein, das kann rein. Zack, nee. So. Und nochmal so ein bisschen Honig snacken. Läuft. Zack. Ja. Ja, wie gesagt, die Mettwurst oder Salami hält recht lange. Da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Und ich würde sagen, ich würde hier an dieser Kante vielleicht noch den anderen Geschützturm dann hinbauen. Und das werden wir jetzt als allererstes mal tun. So. Ach nee, wir können erstmal die Blöcke bauen. Macht mehr Sinn, weil die brauchen wir. Und dann noch so ein Kanonengeschütz. Danach haben wir noch Magnesium? Ja, haben wir. Können wir noch ein bisschen Munition herstellen? Und ich denke, mit den beiden Türmen sollten wir dann eigentlich einigermaßen sicher sein. Wie gesagt, das System an sich funktioniert ja. Nur der eine ist halt ein bisschen überfordert, glaube ich zumindest, aber das wird schon schief gehen. So, und wir können schon mal anfangen zu bauen. Huch. Dann machen wir auch hier wieder so ein Dreierding hin. Einmal, zweimal, dreimal. Hier auch nochmal. Dieser ganze Basisgedöns hier, Dingens, ist schon wieder größer geworden, als ich eigentlich vorhatte. So, und eine Schräge, da, kommt dann hier vorne ran. Genau. Und dann bräuchten wir noch ein bisschen Nachschub, haben ein paar mehr hergestellt, aber das ist okay. So. Genau, 3x3 haben wir hier oben. Das heißt, ein Geschützturm hat hier wunderbar Platz. Ah, ist auch gleich fertig. Nice. Ob wir es jemals schaffen werden, das kleine Raumschiff fertigzustellen? Es kommt immer was dazwischen. Ui. Ja, der Verbrauch ist moderat, um das mal so auszudrücken. Ja. Fertig oder nicht fertig? Danke. Ich habe das Gefühl, der hängt manchmal ein bisschen, aber das ist okay. Kann man mit leben, glaube ich. Gibt Schlimmeres. So, kann man dich auch noch konfigurieren. Der schießt schon auf alles. Ich glaube, die Einstellung für die Geschütztürme ist nicht global. Achso, halt. Die erste Ladung machen wir manuell. Genau. So, dann haben wir das. Ja, und wie gesagt, da ein bisschen Nachschub mit rein. Dann sollte das passen. Uns geht so langsam das Magnesium aus. Eventuell müssten wir da auch nochmal was holen. Aber das versuche ich mal so ein bisschen rauszuzögern noch. Ein bisschen was haben wir noch. Ja, wird schon schief gehen. So. Wir gucken mal eben hier, während noch die Munition durcharbeitet. Denn hier an der Seite fehlt noch so eine Ecke. Ups, das war zu viel. So. Könnte das auch holen lassen eigentlich, ne? Würde Gewicht sparen. Aber was soll der Geiz, ne? Ah, Level 7 incoming. Wir brauchen das Ding, weil ohne Level 7 werden wir nicht abheben. So. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen was Spezielles. Und zwar werden wir hier, oh, falsch, eine kleine Änderung reinbauen. Dumm, genau. Und dann bräuchten wir mal die Rampe hier.
Zack. Oh, kriegen wir das Loch da unten gefüllt? Warte mal eben. Das ist hier nur so ein kleiner Schlitz, ne? Ah, nee, das ist doch kacke. Moment. Na, da haben wir ja unten immer was frei. Verdammt. Wir nehmen einen ganzen Block. Huch, war ich zu schnell? So. Ja, das ist voll verkraftbar. Und dann... Oh, das ist gerade ein bisschen complicated. Vor allem muss ich auf der anderen Seite nochmal bauen. Nee, das ist nicht der richtige Block dafür. Und danke für den Follow.